Moin, moin, herzlich dich alle und willkommen zum Fußballtipp. Fußballtipp, dritte Liga, zweiter Spieltag. So sieht's aus. Die große Frage ist jetzt die: Wie wird's weitergehen in dieser dritten Liga? Gibt es ein Team, was sich da oben absetzen kann und ein Team, was unten festhängt? Oder wird sich das noch alles mischen? Wir schauen einfach mal. Los geht's mit meinen neuen Fußballtipps. Das Auftaktspiel ist, ja, wie wahrscheinlich bekannt bereits, mein persönliches Topspiel ist es das Spiel zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem VfB Lübeck. Da spielen die Lübecker eigentlich eine ganze Partie gut und eigentlich wird nur darauf gewartet, wann denn dieses 2:0 fällt. Es will einfach nicht fallen und am Ende hat dann Saarbrücken eine Chance und das eine Chance, wo man sagen könnte, okay, mit Torlinientechnik, wer weiß, ob das Ding drin gewesen wäre oder eben nicht. Ja, und am Ende holst du dann doch nur einen Punkt. Ist natürlich sehr schwierig, dann jetzt zu sagen, so von wegen, ja, das haben sie, das warum, ne? Klar, drei Punkte hätten sie wahrscheinlich verdient gehabt. So ist es einer geworden. Jetzt geht's gegen Unterhaching, die ja gegen Zwickau nicht erfolgreich waren. Das heißt, also, sie sind schon im Bedrängnis, sie müssen jetzt schon punkten und abliefern, denn sonst droht eventuell der Kampf gegen den Abstieg, wobei wir sind erst am zweiten Spieltag, das ist noch nicht so früh jetzt zu sagen, oh, das ist ein Abstiegskampf. Aber na, man muss einfach gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Ich denke mal, bei diesem Spiel am Freitag wird es ein Unentschieden am Ende geben, ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem FSV Zwickau. Ja, wie eben erwähnt, die Zwickauer haben gewonnen gegen Unterhaching, zumindest schon mal den ersten Erfolg eingefahren. Wahrscheinlich wird es in dieser Saison ziemlich schwierig für Zwickau, weitere Erfolge einzufahren, aber es kann auch sein, dass es natürlich komplett in die andere Richtung geht und dass Zwickau die Überraschungsmannschaft der Saison wird. Also das weiß man eben noch nicht, ne? Es kann in alle Richtungen gehen. Jetzt geht's gegen den MSV Duisburg, die ja die erste halbe Stunde gut dabei waren gegen Rostock und dann plötzlich überfordert waren. Ungewöhnlich, aber andersrum die Duisburger ja auch schon am Ende der letzten Saison mit ähnlichem Spiel. Also da hat irgendwie die 90 Minuten reichen da irgendwie nicht aus. Oder besser gesagt, die erste Halbzeit reicht nicht aus, dass man das auch über die Zeit bringen kann. Große Frage, wie wird es gegen Zwickau laufen? Ich denke mal, dass sich der MSV Duisburg dieses Mal von einer besseren Seite zeigen wird und am Ende mit 2:0 gewinnt. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem Wien Wiesbadenern. Die Badener, ja, die Wiesbadener. Da hast du eigentlich so gut wie drei Punkte und dann doch nicht. Und dann doch nicht, weil dann doch irgendwer einen Fuß dann dazwischen hat und den Kopf dazwischen hat und irgendwie will es nicht. Es will einfach nicht rein, der Ball. Und dann holt dann noch nur einen Punkt, ein 0:0 gegen einen Aufsteiger. Schwierig jetzt zu sagen, ob das jetzt zukünftig auch so laufen wird, ob Wien Wiesbaden weiterhin das Pech haben wird oder eben nicht gegen Köln, die ja gegen Mannheim eigentlich eine erste Halbzeit gespielt haben, wo du dir dachtest, so, ja. Und in Halbzeit 2 lief es so plötzlich. In Halbzeit 2 waren die Mannheimer anscheinend entweder überfordert oder man selber hat die Stärke wiedergefunden. Das ist eben dann auch aus allen Hinsichten zu sehen. Die Frage ist natürlich, wie wird es jetzt in diesem Spiel laufen? Ich denke mal, am Ende wird es ein Unentschieden sein, ein 1:1. Wahrscheinlich ein hart umkämpftes 1:1, aber ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock. Wie eben schon erwähnt, also Saarbrücken nicht von der besten Seite gezeigt gegen Lübeck. Also das, ja, das ist nicht das Saarbrücken, was in der letzten Saison in der vierten Liga Meister geworden ist und im DFB-Pokal überzeugt hat, sondern eher ein Saarbrücken, was da überhaupt hingekommen ist in diese vierte Liga. Man hat am Ende Glück, dass dann doch das Tor gezählt hat und man hätte am Ende dann doch irgendwie Glück, dass man noch einen Punkt geholt hat. Jetzt gegen Rostock, die jetzt um den Aufstieg spielen wollen, die man gesehen hat, dass sie um den Aufstieg spielen wollen, gibt es aber nichts zu holen. Rostock gewinnt mit 2:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem SC Verl und Bayern München 2. Ja, interessantes halt Münchner Derby. Schon. Man hätte nicht so ganz erwartet, dass das so interessant wird. Also ich persönlich hätte auch so gedacht, so, ja gut, also Münchner Derby, jo. Nur die einen sind Meister, die anderen wollen da irgendwo auch da oben spielen. Aber
Doch, es kann funktionieren. Und dementsprechend könnte es natürlich auch sein, dass die Bayern, klar, die haben viele Abgänge. Viele gute Spieler sind weggegangen vom FC Bayern München 2. Natürlich reicht das für die dritte Liga oder eben nicht. Klar, wir sind am zweiten Spieltag, da kannst du jetzt sagen, es reicht nicht und plötzlich spielen sie um eine Meisterschaft. Das hat man in der letzten Saison auch gesehen. Ne? Vor der Corona-Pause war Bayern München 2 jetzt auch nicht das Team, wo man sagen müsste, ja, die werden Meister, sondern waren eher im Mittelfeld der Liga. Jetzt gegen Aufsteiger Verl, die eben sehr viel Glück hatten, dass irgendwie wie in Wiesbaden Pech hatte, wird in diesem Spiel nicht so viel Glück haben. Am Ende gewinnen die Bayern mit 2:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen der TSV 1860 München und dem 1. FC Magdeburg. Ja, Magdeburg im Derby verloren. Natürlich, so ein Derby ist immer ganz, also eine Derby-Niederlage ist immer ganz, ganz bitter, weißt du? Da ist, da spielst du eigentlich die gesamte Saison gut und du verlierst das Derby, dann ist trotzdem deine Saison blöd. Es ist einfach so. Und jetzt geht's dann gegen die Münchner, gegen den TSV. Wie wird das da laufen, gell? Weil eigentlich ist es ja so, dass die Münchner gegen Meppen gewonnen haben mit 3:1. Ein aus meiner Sicht eher unattraktives Spiel, aber nun ja, ne, man ist ja trotzdem oben in der Tabelle und wie man zu sagen pflegt, am Ende ist es ja egal, wie man gewonnen hat, solange man gewonnen hat. Jetzt gegen Magdeburg, denke ich mal, wird es ähnlich laufen. Wahrscheinlich ein relativ uninteressantes 2:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem HFC und dem FCI. Aufstiegsaspiranten, kann man das jetzt so sagen? Halle in der letzten Saison ja irgendwie unten in der Tabelle dabei gewesen. Kann man das als Ausrutscher bezeichnen oder nicht? Na, davor das Jahr war ja auch erfolgreicher. Jetzt gegen Ingolstadt, die, man sagt immer so gerne so schön, ein Pferd muss nicht höher springen, als es muss. Und so hat Ingolstadt auch gespielt. 2:0 eigentlich relativ sicher geführt, dann doch noch gegen Ende des Spiels noch ein Gegentor gefangen. Was aber halb so wild ist, ne? Man hat trotzdem gewonnen, man hat trotzdem die 3 Punkte. Halle dagegen einen kämpferischen Sieg gegen Magdeburg gezeigt. Wie wird es jetzt gegen Ingolstadt laufen, gegen einen Aufstiegsaspiranten? Ich denke mal, am Ende wird es ein ausgeglichenes Spiel sein, ein 1:1. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Waldhof Mannheim, das erste Sonntagsspiel. Ja, also wahrscheinlich, wenn das mit dem Spiel im DFB-Pokal schon vorher gewesen wäre, von den Dresdnern, wahrscheinlich hätte ich dann auch nicht auf Kaiserslautern getippt. So ist es eben manchmal auch so, dass eben dann durch zeitliche, durch zeitlichen Druck, durch zeitlichen Zeit, was weiß ich, eben dann den Fall hattest, wir wussten nicht, wie Dresden gespielt hat und ich bin davon ausgegangen, dass der Hamburger Sportverein das Auftaktspiel im DFB-Pokal gewinnt, was sie nicht taten. So, und diese Motivation, die Dresden natürlich gezeigt hat gegen den HSV, haben sie auch gezeigt gegen Kaiserslautern. Klar, man war in Unterzahl, aber man hat trotzdem dieses Spiel gewonnen. Na, große Frage natürlich, könnte da eventuell der direkte Aufstieg wieder da zurückkommen? Das wird sich eben zeigen. Jetzt gegen Waldhof Mannheim, die in der ersten Halbzeit gut waren, in der zweiten Halbzeit, ich glaube, die sind nicht aus der Kabine rausgekommen. Also irgendwo war da der Fehler, das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Irgendwo war's. Ich weiß aber nicht wo. Und das ist eben das große Problem. Das kann jetzt in alle Richtungen gehen und genau deswegen müssen wir jetzt erstmal die nächsten Spieltage abwarten. Dennoch, denke ich mal, wird Dresden dieses Spiel locker gewinnen, auch das mit 2:0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Türkgücü München und Kaiserslautern. Ja, Kaiserslautern in Überzahl nicht gewonnen, in Überzahl kein Tor erzielt, in Überzahl irgendwie nicht gezeigt, dass sie in Überzahl sind. Das ist eben das große Problem. Kaiserslautern, auch ein Team, was natürlich durch Finanzen momentan so ein bisschen gebeutelt ist, die haben so ein bisschen Glück, dass Corona ist. Sonst wäre vielleicht der direkte Abstieg gewesen in der letzten Saison, eben wegen diesen Insolvenzverfahren. Große Frage gegen die Münchner. Wie wird es da laufen? Also, ne, wie schon vorhin erwähnt, die Münchner definitiv anscheinend doch gut vorbereitet für Liga 3. Und das könnte natürlich auch sein, dass die vielleicht doch ein paar Punkte im oberen Feld holen können. Jetzt gegen Kaiserslautern, denke ich, wird es den nächsten Punkt geben. Ein 1:1. Das nächste und letzte Spiel findet wieder mal statt an einem Montag. Das bedeutet, nächsten Fußballtipp gibt es dann wieder am Dienstag. Also, na, es ist das Montagsspiel zwischen Uerdingen und Meppen. Und
Ja, Uerdingen mal wieder mit den Erwartungen, wir werden aufsteigen, wir werden die Besten der Liga sein und hip hip hurra und am Abschluss knallst du in die Realität und denkst so, warum läuft alles schief? Ne? Gegen Ingolstadt nicht wirklich irgendwie Land gesehen. Klar, nachdem die Ingolstädter dieses Spiel relativ sicher in den Hafen reingefahren haben, hat man zwar noch ein Tor erzielt, aber ja, hätten sie das auch geschafft, hätten die Ingolstädter trotzdem noch 100% bis zum Ende gegeben? Wer weiß. Beim SV Meppen kein Erfolg gegen die Münchner. Jetzt große Frage, wie wird es gegen Uerdingen laufen? Und ich denke mal, dass Uerdingen definitiv jetzt 3 Punkte holen wird. Am Ende gewinnen sie mit 2:1. Das waren meine Fußballtipps für die dritte Liga, zweiter Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Twitter-Runde abgeben oder unten in der Kommentarbereich. Natürlich könnt ihr Lob, Kritik und alles Mögliche auch äußern, wenn ihr anderer Meinung seid bei einer Partie. Natürlich auch eure Gern, eure Begründung dafür, warum, wieso, weshalb. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Tipp wieder. Wenn ihr mögt, schaltet rein, wenn nicht, dann nicht. Bis dann und ciao.